viele junge Menschen wissen ja noch nicht genau, was sie so als Beruf machen sollen. Das ist eigentlich die größte Frage, was mache ich, wenn ich mit dem Realschulabschluss oder mit dem Abitur fertig bin? Was ganz interessant ist, alle, die derzeit eine Ausbildung im Landratsamt machen, die wissen ganz genau, warum. Ich habe mich für eine Ausbildung bei der Kreisverwaltung entschieden, weil ich dort schon ein Praktikum absolviert habe. Und da der Beruf als Verwaltungsfachangestellter auch sehr abwechslungsreich und vor allem sicher ist. Weil meine Schwester hier auch arbeitet. Damit der Kontakt mit Bürgern, aber auch die gleichzeitige Verwaltungsarbeit viel Spaß macht. Weil ich davor bei meinem Jahrespraktikum auch in der Verwaltung gearbeitet habe. Und es hat mir dort sehr viel Spaß gemacht. Durch mein Hobby Feuerwehr. Und es hat mir so doll gefallen, dass ich mich entschieden habe, mal bei der Kreisverwaltung mich zu bewerben. Und ich mir dachte, beim Kreis Groß-Gerau werde ich auch bestimmt sehr viel Spaß haben. Boah, das ist eine schwere Frage. Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde auf jeden Fall... mein Wunsch wäre... Mir wünschen... Was würde ich mir wünschen? Wenn ich bei einer Fee einen Wunsch frei hätte... Ich würde mir wünschen, irgendwann mal entweder Landrat oder eine Hochführungsposition zu sein. Das finde ich cool. Dann würde ich mir wünschen, später eine Führungsposition übernehmen zu können. Mein Wunsch wäre eigentlich ein zukunftssicherer Job, mit dem ich später auch meine Familie ernähren kann. Also ich will natürlich übernommen werden, das ist ganz klar. Dass ich übernommen werde. Dass es nach der Ausbildung mit einer Fortbildung klappt. Und dass mein Job mir auch viele Jahrzehnte vielleicht sogar Spaß macht. Und Geld, viel Geld, wenn man sich das wünschen kann. Jetzt bin ich raus, jetzt habe ich gerade erst... Und bei mir sind jetzt die beiden Chefs der Personen, die wir gerade gesehen haben. Hallo an die Leiterin der Aus- und Fortbildung des Kreises Groß-Gerau, Jessie Buss, und an den Personalentwickler Patrick Fiederer. Hallo an euch beide. Hallo. Und vielleicht noch ein Geheimnis. Ihr denkt, wir sind hier nur zu dritt. Nein, wir sind zu viert, denn Jessie ist im fünften Monat schwanger. Aber toll, dass du hier bist. Und Kompliment, man sieht es dieser Frau nicht an. Ja, danke schön. Du bist die Leiterin der Aus- und Fortbildung. Was genau ist deine Aufgabe? Ja, ich kümmere mich zunächst natürlich, wie der Name schon sagt, um die Auszubildenden und um die Fortzubildenden bei uns im Haus. Darunter fallen auch Praktikanten in jederlei Hinsicht und das ist so mein Hauptjob. Und man muss sagen, was wir eben gehört haben, es scheint denen bei euch zu gefallen. Gibt es da irgendein Geheimrezept? Was machst du mit den Auszubildenden, wenn die bei euch ankommen, dass sie sich alle so gut verstehen? Ja, also zunächst fahren wir mit den neuen Auszubildenden immer, beziehungsweise machen eine Einführungswoche und versuchen da eben den Zusammenhalt zwischen den Auszubildenden zu stärken und natürlich auch, dass wir uns gegenseitig kennenlernen und dass die jungen Leute einfach Spaß an der Arbeit haben und auch gern ins Büro kommen. Und was passiert in so einer Einführungswoche? Also sitzt ihr dann quasi alle am Schreibtisch und es wird gesagt, das hier ist das Telefon, das ist der Computer? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wir haben ja so dieses Vorurteil, Landratsamt, alles ist langweilig, lange Gänge. Ist so eine Einführungswoche so langweilig, wie man denkt? Wir hoffen nicht, nein. Also die Auszubildenden kriegen bei uns in der Einführungswoche ganz viel gelernt. Regeln, die im Haus zu beachten sind, bekommen EDV-Schulungen von uns. Wir gehen bestimmte Themen durch, wie Kommunikation und das Jugendarbeitsschutzgesetz. Einfach Dinge, die sie dann im Berufsleben erwarten und versuchen, die auch mit viel Spaß rüberzubringen. Und das hat bisher alles ganz gut funktioniert, ja. Ja, und ich glaube, das macht ihnen auch Spaß, denn ihr seid nicht immer im Landratsamt, sondern ich habe gehört, ihr fahrt auch nach Obersehm. Da war ich mal, ich glaube, in der vierten Klasse auf Klassenfahrt. Müsste ich mal wieder hingucken, wie das heute so aussieht. Und ihr beide, also ihr versteht euch auch super gut, wir treffen uns ja öfter bei euch im Büro und die beiden haben ein Büro nebeneinander, aber das, was ihr macht, heißt schon unterschiedlich. Also Leiterin Aus- und Fortbildung und du bist Personalentwickler. Trotzdem arbeitet ihr zusammen. Patrick, was macht ein Personalentwickler? Das Personal ist doch da, muss doch nicht noch entwickelt werden. Ja doch, also wir haben bestimmte Schwerpunkte, auf die wir Wert legen. Also zum einen ist es wichtig, die Führungskräfteentwicklung weiter voranzutreiben, also zu schauen, dass es zum einen neue Führungskräfte gibt, dass die auch entsprechend an ihren Job herangeführt werden, aber auch die bestehenden Führungskräfte auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Also zum einen die Führungsverantwortung, aber auch zum Beispiel ihre Organisation weiterzuentwickeln. Und ein zweiter Schwerpunkt der Personalentwicklung ist natürlich auch zu schauen, welche Bedarfe an Fortbildungen es im Haus gibt für die einzelnen Mitarbeiter.
und dann zu schauen, was wir letztendlich anbieten, weil wir kriegen auch viele Quereinsteiger. Thomas Will hat vorhin gesagt, wir haben auch eine hohe Fluktuation, fast 30 Personen pro Jahr, die altersbedingt ausscheiden, 30 neue Mitarbeiter, heißt, die kommen teilweise nicht aus der Verwaltung, die müssen dann eine entsprechende Basislehrgang bekommen und solche Dinge muss ich eben ja, beachten, darauf achten. Und der dritte Schwerpunkt ist das Thema Gesunderhaltung, denn die Belastung in der Verwaltung ist in den letzten Jahren höher geworden und wir müssen schauen, dass unsere Mitarbeiter letztendlich gesund bleiben. Das machen wir durch Rückenschulung, das machen wir durch Aquatraining, also dass letztendlich die Kolleginnen und Kollegen auch in ihrem Job fit bleiben. Also so ein richtiges Wellnessprogramm gibt es dann ja manchmal. Ja, also das gehört auch dazu, weil ich glaube, wenn man will, dass seine Mitarbeiter nicht krank werden aufgrund der Arbeitsbelastung, müssen sie entsprechend auch Anti-Stress-Trainings und solche Dinge bekommen, um letztendlich dann auch für den Bürger da zu sein und ihren Job wahrnehmen zu können. Du hast halt gesagt, du kümmerst dich auch um Weiterbildung für Mitarbeiter, je nachdem, was sie für einen Bedarf haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das dann, ich sage jetzt mal ganz banal, sind das Schreibmaschinenkurse? Oder was heißt für dich oder was heißt heute Weiterbildung? Was gibt es da für Seminare? Also auch die Verwaltung hat sich weiterentwickelt. Als ich vor 19 Jahren angefangen habe, haben wir noch Schreibmaschinen gehabt. Die sind heute fast nicht mehr im Haus vorhanden. Aber das heißt natürlich, wir haben viel Technik, wir haben viel neue Medien und das heißt auch neue Kurse zu machen in Word, in Excel, aber auch in PowerPoint. Das kann aber auch bedeuten, eben die neuen Programme, die in den einzelnen Abteilungen eingeführt wurden, um die Arbeit auch ein bisschen leichter zu machen und zu entlasten. Auch da müssen die Mitarbeiter geschult werden. Aber auch, sagen wir mal, ein Schwerpunkt ist, die Mitarbeiter vor sich selbst zu schützen, in dem Sinne, dass man einfach schaut, dass sie nicht in Stressfallen geraten und dann eben krank werden aufgrund der Tätigkeit, die sie machen. Denn wir haben ja auch viele psychologische Tätigkeiten, also gerade im Jugendamt, im Sozialbereich, wenn dann Kunden vor einem sind, die eine Lebensgeschichte hinter sich haben, die man selbst nicht erlebt haben will, die Kollegen zu schützen, dass sie letztendlich dann auch gesund bleiben und ihre Arbeit weitermachen können. Und kommen die Mitarbeiter dann auf dich zu und sagen, Patrick, in dem Bereich würde ich mich gern fortbilden. Ich sage jetzt mal, bei bestimmten Bereichen ist das wahrscheinlich leicht, aber bei Sachen, wo man zum Beispiel sagt, okay, vielleicht muss ich ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein, an meinem Auftreten arbeiten, das sind ja Dinge, die merkst du ja vielleicht bei jemandem, dann sagst du, wollen wir da mal gucken, ob man sowas machen kann. Wie läuft sowas ab? Also es gibt mehrere Punkte. Zum einen haben wir Jahresmitarbeitergespräche mit den Führungskräften. Das heißt, da erfahre ich auch aus den Gesprächen heraus, bekomme ich die Rückmeldung, was an Fortbildungsbedarf bei dem einzelnen Mitarbeiter besteht. Aber zum Beispiel bei den Auszubildenden und Fortzubildenden haben wir auch ein Standardprogramm. Also wir wissen, dass die Präsentationstraining brauchen, dass die auch Selbstbewusstsein ein bisschen stärken müssen. Und das sind Dinge, die bieten wir hausintern an. Es gibt aber auch den Fall, dass wir tatsächlich als Personalentwicklung nicht weiterhelfen können. Dann holen wir uns externe Trainer, externe Berater, die letztendlich dann den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn man so zusammenfassen kann, Jesse, du kümmerst dich darum, dass neues Personal kommt und der Patrick, dass sich das Personal langfristig auch wohlfühlt. Jetzt kann man sich ja festhalten, ihr beide arbeitet beim Landratsamt. Meine Frage jetzt, aber wo kommt ihr ursprünglich her? Jesse, wenn ich mir deine Karriere so oder deine Hobbys so angucke, 19 Jahre hast du Handball gespielt, du liebst es, in ein Fitnessstudio zu gehen, Fahrradfahren, man sieht es dir auch an. Du hättest ja auch eine Karriere als Personal Fitness Trainerin machen können. Jetzt arbeitest du beim Landratsamt. Wie bist du dazu gekommen? Ja, also auch ich habe in meiner Schulzeit mal ein Praktikum in einer kleinen Gemeinde gemacht. Und ja, mir hat das ziemlich gut gefallen damals, weil ich eben auch in unterschiedliche Abteilungen reinschnuppern durfte. Und für mich war dann relativ schnell klar, dass ich das auch irgendwann mal beruflich machen möchte. Habe mich dann in verschiedenen Kommunen beworben und bin dann im Landratsamt gelandet am Ende. Und wenn sich jetzt Leute da draußen das Ganze anschauen und sich denken, ach, bei den beiden sympathischen Dame und dem sympathischen Herrn würde ich gerne meine Ausbildung machen. Gibt es denn überhaupt noch Ausbildungsplätze bei euch dieses Jahr oder nächstes Jahr? Wie sieht es da aus? Ja, also für dieses Jahr haben wir jetzt am Montag und Dienstag die letzten Vorstellungsgespräche. Und für nächstes Jahr kann man sich wieder ganz normal bei uns bewerben. Wir werden vermutlich 10 Auszubildende einstellen für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten. Und da endet die Bewerbungsfrist am 15. September diesen Jahres. Okay, das heißt, für dieses Jahr ist die Bewerbungsfrist eigentlich schon rum. Das bedeutet, wenn ihr unbedingt eine Ausbildung machen wollt, dieses Jahr noch müsst ihr euch was einfallen lassen. Mein Tipp, vielleicht campt ihr einfach vom Landratsamt, da ist so eine Wiese. Das könnte vielleicht ein bisschen Eindruck machen. Und dann bekommt ihr zumindest vielleicht ein spontanes Gespräch mit der Jessie. Patrick, wo kommst du ursprünglich her? Auch Ausbildung in der Verwaltung und alles hat mit dem Praktikum begonnen? Nein, also bei mir war es tatsächlich so, der klassische... Wie soll ich sagen? Ich habe Abitur gemacht und habe dann festgestellt, was machst du eigentlich nach den Sommerferien? Ah, und dann hast du vom Landratsamt gecampt. War das die Geschichte? Nein, das war es so nicht. Aber das Landratsamt hat damals auch durch Glück
4 Stellen neu besetzen müssen, weil eben 4 Bewerber abgesagt hatten. Und somit kam ich im Februar war die Ausschreibung und im Juli der Ausbildungsbeginn und kam dann wirklich durch Zufall zur Kreisverwaltung und bin da jetzt 19 Jahre, habe diese klassische Fortbildungsschiene durchgemacht. Also ich habe erst meine Ausbildung gemacht zum Verwaltungsfachangestellten, habe dann dankenswerterweise ein Diplom-Verwaltungswirt machen können und dann auch einen Masterstudiengang hinten dran. Also ich bin immer auch wieder gefördert worden in meiner Verwaltung und finde das auch wichtig, dass wir das auch bei den jungen Leuten tun, weil wir auch in den nächsten Jahren einen enormen Bedarf auch an Führungskräften haben werden. Und wichtigste Frage, macht es dir heute noch Spaß? Gehst du jeden Tag gerne ins Landratsamt und setzt dich neben die Jessie? Also ich glaube, es gibt in jedem Job immer Tage, wo man nicht hingehen will. Das gibt es. Aber mir macht es noch Spaß. Ich gehe gerne zur Arbeit. Man sieht ja auch, was passiert. Man sieht die Entwicklung der Auszubildenden, die man eingestellt hat vor 3 Jahren und sieht, wie sie dann fertig arbeiten. Man sieht auch die Entwicklung der Führungskräfte, der Mitarbeiter. Und von daher, es ist etwas Schönes. Das ist in der Verwaltung nicht immer so. Manchmal sieht man nicht den, also ein Maurer mauert eine Mauer und dann weiß der am Ende des Tages, er hat eine Mauer gemauert. Wenn ein Verwaltungsfachangestellter arbeitet, weiß er am Ende des Tages, dass er Akten durchgearbeitet hat oder vielleicht irgendwelche Fälle bearbeitet hat, aber man sieht es nicht. Und in der Personalentwicklung ist es tatsächlich so, dass man sieht, was passiert, ob es eine Veränderung gibt und wo man letztendlich noch ansetzen kann, um weiterzuarbeiten. Von daher ein schöner Job. Jessie, du tauschst bald, zumindest kurzfristig, den Job gegen den Fulltime-Job Mutter. Hast du vor, ins Landratsamt zurückzukommen? Ja, ich habe auf alle Fälle vor, zurückzukommen. Mir macht mein Job genauso viel Spaß, wie jetzt der Herr Fiederer schon gesagt hat. Ich bin seit 2003 bei uns im Amt und deshalb komme ich auch gerne wieder zurück. Ich mache das gerade, was ich schon nach der Ausbildung gerne machen wollte. Fand das immer toll, diese Ausbildungsleitung inne zu haben. Und mir macht das mit den jungen Menschen viel Spaß und von daher freue ich mich, wenn ich in den 3 Jahren wieder zurückkommen darf. Das ist doch ein tolles Schlusswort, das lasse ich einfach mal so stehen. Ich sage vielen Dank an euch beide. Danke an die Leiterin der Aus- und Fortbildung, Jessie Buss, und an den Personalentwickler Patrick Fiederer. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke.